Glück auf, Leute. Ich habe neulich ein super gutes Windrad gefunden. Und da dachte ich mir, da muss man hinfahren unbedingt. Das ist ganz wichtig. Und deshalb fahre ich in diesem Video mit euch zum Windpark Heida. Zum Windrad V7064. 2 Stunden Zugfahrt. Los geht's. Ich bin jetzt gerade unterwegs durch den Wald, um zum Windrad zu kommen. Das ist da hinten, da muss das irgendwo sein. Hoppala, Alter. Ey. Hier sind überall so Robinienpflanzen. Die stechen, gucke, solche Teile hier. Die haben so Stacheln und die sieht man manchmal nicht, wenn die noch klein sind. Okay, hier ist auch sehr sicher eingezäunt. Ein Solarfeld. Ja. Prinzipiell bin ich ja eher Solarmensch als Windenergiemensch, aber heute muss eben mal die Windenergiegewinnung begutachtet werden. So. Was mache ich hier? Ey, auf der Karte sah das so aus, so, ja, entspannt 2, was weiß ich nicht, Kilometer. Dachte ich mir so, na, entspannt so. Aber ich wusste nicht, dass das so ein scheiß Weg ist. Da, da sieht man's, man sieht's. Da gehe ich jetzt hin. Jojo, fuck, 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 das sind irgendwelche Wildtiere. Oder ein Mensch, aber es gibt ganz viele Vögel. Genau sollte ein Mensch hier sein. Ich nehme mal auf, weil falls ich gleich von einem Wildschwein zerfleischt werde, geht mein Video wenigstens viral. Ich versuche mal hier hoch zu gehen, weil vielleicht kann ich am Zaun von der Solaranlage entlang besser laufen. Nachher laufe ich auf jeden Fall an der Straße lang. Alter, was ist denn das für ein Bullshit hier? Jetzt mal ganz ehrlich, ich dachte, hier gibt es einen entspannten Waldweg. Das sah nämlich am Anfang so aus. Ich wusste ja nicht, dass das hier in sowas endet. Eichhörnchen. Fuck, Alter. Oh Mann. Okay, das nervt mich jetzt wirklich. Ich freue mich schon, wenn ich da bin, auf jeden Fall. Aber. Nee. Das hier muss nicht sein. Das hier muss nicht sein. Junge, bei diesem Zeug frage ich mich auch immer. Ich meine, hier liegt Müll rum. Okay. Aber wie kommt der Müll hier hin? Dicker. Wer schlägt sich hier durch das ganze Unterholz, nur um hier so ein bisschen Müll abzulagern und dann wieder zu gehen? Vollidioten. Ich sag's dir ganz ehrlich, so wie es ist. What the fuck, da drin liegt ja eine Badewanne rum. Alles klar. Guckt euch das an. Hier liegt eine Badewanne. Warum? Man hört das Windrad schon. Da hinten. Ich glaube, das ist ja auch mal eine Müllhalde. Das könnte einiges erklären. Aber nicht alles. Okay, da unten ist eine Straße, irgendeine Bundesstraße, Schnellstraße, irgendwas. Ich habe keine Ahnung von Straßen. Ich bin eher der Windrad-Experte. Okay, nicht mal das. Aber ja. Okay, ich gehe mal hier drüber. Gibt hier alles nicht. Aber ey, es ist schon wieder besser geworden. Zwischenzeitlich war es schlimmer. Na also, da komme ich dem Teil auch schon ein bisschen näher. Da dreht sich's. Und da will ich jetzt hingehen. Ich wette, ich bin dort so 0,3 Sekunden. Und da kommt irgendeine Security und fragt mich, was ich dort mache. Und ich sage, Alter, ich will das Windrad angucken. Und dann werde ich beschuldigt, russischer Terrorist zu sein oder so. Wer weiß, keine Ahnung, mal gucken. Bevor ich jetzt nochmal näher rangehe, guckt euch mal, wie fucking schnell sich das Teil dreht, Alter. Junge! Das produziert übrigens 600 Kilowatt. Das ist nicht schlecht. Komm immer näher. Guckt euch das an. Vielleicht kommt der Moment, wofür ich durch diesen scheiß Wald gelaufen bin und
2 Stunden Zug gefahren bin. War mal kein geiler Zug, ist auch so ein Scheißzug. Aber anderes Thema. Das ist wirklich jetzt auch ein großer Augenblick für mich. Guckt euch auch mal an, wie geil das hier aussieht. Alter. Also, das sah ja schon auf Google stinkend geil aus, aber so geil. Alter Junge. Ich hab's von Anfang an gesagt, das wird alles geil. Guckt euch das an. Da, V70604. Hier sieht man es nochmal, es ist leider gesprüht, so ein bisschen scheiße, aber Leistung 600 Kilowatt. Das ist das NTK 600. Ja, das ist ganz nice. Und hier steht auch, was das spart. Also zum Beispiel Atommüll spart das circa 2,48 Kilogramm pro Jahr. Das ist nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht, wenn das stimmt. Ich weiß es halt nicht. Gegenüber konventionellen Kraftwerken erspart diese NTK 6180-43 unserer Luft folgende Belastung pro Jahr. Also der Luft spart ja sicherlich den Atommüll jetzt weniger, aber... Um mal zu zeigen, wie geil die Umgebung hier ist. Also hier ist einmal das Windrad natürlich und hier... Also da unten ist leider eine Straße, das ist ein bisschen nervig, aber... Hier diese Fläche, ja, ist so geil, Alter, und dieser Weg hier. Birkenwald, ja, hier hinten ist halt der Wald. Ja, da hinten ist noch dieses Solarfeld. Und dieser Wald ist halt ein bisschen undurchdringlich, aber sonst ist er echt geil, muss ich sagen. So, da soll noch mal jemand sagen, Windräder wären schlecht für Insekten oder sowas. Schaut es euch an, da. Da sind Marienkäfer, die überwintern hier. Aha. Also, die sind super für Insekten. Alter. Aber die ganzen Vögel, man sieht es auch, sie sterben da alle oben. Das ist blöd natürlich. Man sieht es ja auch überall tote Vögel. Schaut mal hier, ist doch nett, oder? Für die Vögel. Das ist doch ganz nett, oder? Dann gibt man den Vögeln keine Kopfnuss, sondern zerfetzt sie gleich direkt. Oder? Das ist doch geil, ne? Das Windrad dreht sich in die andere Richtung, du F***. Ah, scheiße, Mann. Noch mal kurz über Windkraftgegner lustig gemacht. So, jetzt kann ich ja endlich mal mein Essen auspacken. Die Lidl-Pizza. Es gibt wirklich weniger Plätze, die besser geeignet sind als dieser hier, um sowas zu essen. So, jetzt nachdem hier ein bisschen gechillt worden ist, ist es leider wieder Zeit, diesen Ort zu verlassen. Diesmal werde ich nicht hier durch den Wald gehen, weil das ist echt Arsch gewesen. Ich gehe jetzt hier durch den Wald. Also ich gehe halt hier nur kurz durch. Ja, nee, warte mal, ich gehe auf den Weg hier. Ich habe ja genug Zeit jetzt. Mein Zug kommt erst in 50 Minuten vielleicht. Das ist übrigens ganz interessant hier. Wir sind jetzt hier diesen Weg lang gegangen zum Ende. Und jetzt laufe ich hier wieder zurück nach Elsterwerda. Und hier die Straße hier. Hier ist halt so Beton, aber hier sind so Betonplatten. Ja, also Betonasphalt ist hier und hier sind aber noch so Betonplatten. Könnte darauf hindeuten, dass die Straße ein bisschen älter ist hier. Übrigens der Windpark, wo dieses Windrad drin steht, besteht aus 4 Windrädern. Die anderen 4 sind alle da hinten irgendwo. Die sind sehr viel weiter weg von dem hier. Aber das ist halt das Highlight, finde ich. Die anderen sind alle nicht so spannend. Das ist das Highlight. Nur mal kurz zum Verständnis. Hier bin ich vorhin reingegangen, weil ich dachte, dann komme ich hier besser dorthinter zu dem Windrad. Was man dort sieht noch sogar. Ja, nur Scheiß. Ich wäre hier viel schneller gewesen. Aber ich dachte, es geht hier schneller und entspannter, weil ich ja nicht neben der Straße langlaufen muss. Naja. Gut. So. Da vorne ist der Bahnhof. Und ich werde da jetzt hingehen. In den Zug, der dort steht schon wahrscheinlich. Den werde ich einsteigen, wahrscheinlich, da, und zurückfahren. Ja, dementsprechend war es das mit dem Video jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben. Naja, egal, auf Wiedersehen.